Die wichtigste Nachricht beim Erscheinen der neuen LP von Thomas Anders in der Tagespresse zu sein: Thomas Anders ist nicht mehr so braun. Sowas schreiben Zeitungen, die offensichtlich noch nicht gehört haben, dass es auch für blöde Vorurteile ein Verfallsdatum gibt. Guten Abend, Thomas Anders. Hallo. Ruhig ein Stück zu mir. Ja. Ich weiß nicht. So, nun kommt natürlich ein großes Erstaunen. Ne? Erstmal, wenn man sie längere Zeit nicht gesehen hat und vielleicht zufällig diese Zeitungsberichte nicht gelesen hat, dann fällt natürlich auf, die berühmte Kette ist weg und die Haare sind anders, ein bisschen anders. Früher waren sie doch etwas mehr gestylt. Hatten Sie es satt, so auszusehen wie früher? Ja. Warum? Weil, ich meine, den Erfolg muss man nur nicht erklären, was wir mit Modern Talking hatten. Und wenn man wirklich tagtäglich so, ich sage es mal salopp, damit rumläuft. Und nachdem das Ganze nun beendet war, hatte ich einfach so diesen Wunsch, mal ganz anders, also ganz ich zu sein. Und habe mich deshalb auch zurückgezogen und habe einfach Pause gemacht. Und das war einfach so ein innerer Wunsch, dass ich endlich mal genau das tun wollte, was ich in den Jahren davor versäumt hatte. Und deshalb verändert man sich. Wenn Sie sagen, Sie wollten ganz ich sein, also Sie selbst, dann muss doch jemand anders Sie gemacht und Sie gestylt haben. Wer war das? Nee, das ist nicht ganz richtig. Nee? Ich glaube, damals, als das mit Modern Talking begann, man wächst in eine Sache in einer gewissen Maßen rein. Und irgendwann, dieser Ball lief so wahnsinnig toll, dass man einfach nicht mehr anhalten konnte, auch nicht anhalten wollte, aber man konnte ihn auch nicht mehr in die Richtung reinlenken, die man gerne gehabt hätte. Und plötzlich ist man mitten in dieser Lawine drin und man kann sie nicht mehr anhalten. Und so viele Dinge kommen von außen, auch von der Industrie auch, die man einfach einhalten muss, weil man einfach Verträge hat, die man einhalten muss, dass man sich sagt, okay, ich ziehe das durch und ich mache bis halt eben Vertragsende mit und dann lebe ich genau so, wie ich eigentlich leben möchte. Wenn es so einen Bruch gibt und einen tiefen Einschnitt in ein Leben, und es haben Ihnen Menschen ja auch unglaublich wehgetan. Sie waren ja eine Figur, die einen für meine Gefühle sehr großen Hass erzeugt hat. Auch. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was Anlass zum Hassen gegeben hat bei Ihnen? Ich habe das nie verstanden, weil ich meine, die meisten Leute, ich habe ja nie jemanden persönlich kennengelernt. Ich habe ja immer nur in der Presse irgendetwas über mich gelesen und bin schon mit Schrecken irgendwo zur Tankstelle gefahren, weil die Leute schon zur Seite ganz komisch geguckt haben und ich dachte, es steht schon wieder irgendwas in der Zeitung drin. Und das ist ja das Fatale, weil die wenigsten, die ja nun diese Dinge über mich geschrieben haben, haben nie irgendwas mit mir gesprochen, sondern es wurde nur weitererzählt, man macht sich seine Gedanken, man denkt, aha, so und so, das ist der Thomas Anders, das würde in unser Pressebild reinpassen und wir wollen das jetzt schreiben und dann wird es einfach gedruckt. Wenn die Leute, also die normalen Menschen in Anführungszeichen auf der Straße Sie gesehen haben, hat es ja auch gewisse Ablacheffekte gegeben, guck mal der und so, das ist ja dadurch alles entstanden. Ne? Ja, ja. Wie geht man damit um? Haben Sie sich da verkrochen? Oder haben Sie sich da ein bisschen selber vor diesem Image geekelt? Nee, das überhaupt nicht. Am Anfang fiel es mir schon schwer, halt eben in Supermärkte und ganz normal durch die Straßen zu gehen, weil man muss auch da reinwachsen in dieses immer erkannt werden. Das ist ja nicht normal, es ist ja wirklich nicht alltäglich für jemanden. Aber mittlerweile habe ich die Einstellung, es ist mein Job und ich liebe halt eben diesen Beruf. Und es ist ja nicht so, als wäre es immer negativ, sondern ich finde es ganz toll. Ich bin irgendwann vor ein paar Wochen durch Bonn gegangen, da kam halt eben eine Frau und sagte, mein Gott, ich muss jetzt von Ihnen ein Autogramm haben. Ja. Und das ist einfach toll, das ist auch nett. Natürlich gibt es auch negative Beispiele, aber da muss man einfach drüber hinwegsehen. Welches Attribut in der Vergangenheit, mit dem Sie belegt worden sind, hat Ihnen am wenigsten getan oder Sie am meisten geärgert? Da gibt es sehr, sehr viele. Da gibt es sehr viele, wüsste ich gar nicht speziell, was ich da rausnehmen soll. Ich dachte, manchmal gibt es ja immer noch, wenn man so zurückdenkt, etwas, was in einem besonders viel Wut oder besonders viel Enttäuschung oder auch Bitterkeit ausgelöst haben mag. Herr Anders, wir haben einen Stuhl in dieser Runde nicht besetzt. Jetzt raten Sie mal, wer kommt. Da gibt es, vielleicht kommt Dieter Bohlen, aber ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Er kommt, wir haben angefragt. Wir haben angefragt, aber er hat wörtlich gesagt, er habe keinen Bock. Also er will überhaupt nicht kommen. Wir hätten es ganz schön gefunden, wenn wäre witzig hier eine Versöhnung zustande gekommen wäre. Sie hätten das Studio dann nicht verlassen. Nein, nicht verlassen. Wir haben einen Menschen eingeladen, der heißt Martin Brehm. Martin Brehm war Journalist beim Musikexpress und hat
etwas sehr Böses mal über Thomas Anders geschrieben, ja. Nämlich er sei eine höhensonnengegerbte Sangesschwuchtel. Herr Brehm, herzlich willkommen. Guten Abend, Martin Brehm. Mach nicht. In der Zwischenzeit scheint ihr euch aber kennengelernt haben, Herr Brehm. Als Sie damals das geschrieben haben mit der höhensonnengegerbten Sangesschwuchtel, da muss man ja erst auch die Fantasie zu haben, da haben Sie ihn nicht gekannt. Nee. Warum haben Sie das geschrieben? Das war eine sehr ironische Kolumne in einer Musikzeitung, die sich hauptsächlich befasst mit, sagen wir mal, seriöser Musik und also Rock'n'Roll. Und ist nicht seriös, aber Rock'n'Roll. Und da hat irgendwie ein sehr ironischer Ton geherrscht. Und für mich war es halt damals, ich kam aus Österreich und war dort ein bisschen, sagen wir mit ein bisschen mehr Ironie sowieso von vornherein schon mal zugange. Und habe ein bisschen, ich war sehr rücksichtslos, das stimmt schon. Also das habe ich dann auch im Moment, wo man sowas schreibt, verliebt man sich ja sicher in das eigene Aber natürlich, Wort. Ist doch schön. Ist logisch, das ist, kann man das nachvollziehen. Das nur, haben Sie mal darüber nachgedacht, dass Sie damit unter anderem auch einer Karriere geschadet haben, späterhin? Ich glaube nicht, dass ich einer Karriere geschadet habe. Ich glaube es nicht. Weil das ist ja an ihm kleben geblieben wie irgendwas. Ja, also die Formulierung an sich, erst dann, als Thomas geklagt hat, auf Schmerzensgeld und der Prozess wurde dann eigentlich, es hat diese ganze Lawine erst losgetreten, die Formulierung allein, glaube ich, hat da nicht so viel ausgemacht. Die hat eigentlich nur die Ja-Sager sowieso schon bedient, die diese Zeitung lesen. Die haben über Thomas ziemlich deckungsgleich dieses Bild gehabt. Was hat zur Versöhnung zwischen euch oder zur Annäherung geführt? Ach, das war ganz witzig. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich dachte nur, irgendwie muss es ja nur ein Arsch sein, der sowas schreibt. Ich meine, wenn man sowas in der Zeitung liest, man denkt, ach, schon wieder so. Und ich bin einfach dagegen vorgegangen. Und irgendwann, es war, ich glaube, zwei Jahre später, hatte ich eine Fernsehsendung in Hamburg und ich saß da bei der Probe und da kommt jemand auf mich zu und sagt, mein Name ist Brehm, Martin. Ich wusste sofort. Ja, ich meine, klar, sowas vergisst man einfach nicht. Und ich sagte, aha. Und ich glaube, das Erste, was ich zu dir sagte, war, hast du damals eigentlich eine Gehaltserhöhung gekriegt? Weil ich meine, es hat auch das Blatt. Leider nein. Das ist verkehrt. Ich habe in einer Zeitschrift eine Hitliste gefunden, die aber keineswegs mit den Charts zu tun hat, sondern eine Hitliste über Sonnenbrand, also über Menschen, die absolut nicht mehr auf die Sonne, in die Sonne oder auf die Sonnenbank gehen sollten. Da sind Sie nicht bei, ja? Also von Platz 1 bis 10 sind Sie überhaupt nicht vertreten. Für alle, die es interessiert, Spitzenreiter ist Julio Iglesias, Zweiter ist Dieter Bohlen. Und letzte ist Heidi Horten. Das ist schon mal das Positive. Ihnen wünsche ich natürlich, dass Sie bald in die richtigen Charts kommen mit Ihren neuen Titeln. Für Sie, Herr Brehm, habe ich praktisch als kleine süße Rache ein nettes Geschenk. Wunderbar. Da Sie neben uns so blass sind, haben wir Ihnen eine Zehnerkarte auf einer Münchner Sonnenbank mit super Intensivbehandlung besorgt. Die Karte kostet, und damit Sie sehen, wie viel Sie uns wert sind, 180 deutsche Mark, inklusive Handtücher, Duschen und Accessoires. Dafür habe ich. Dankeschön. Es ist sogar bei Ihnen relativ in der Nähe, sodass Sie wirklich hingehen können. Ja? Dafür habe ich jetzt eine andere Frage. Haben Sie schon mal Partnertausch gemacht, Thomas? Sehe ich so aus? Nein, ich frage nur. Nein. Sie, Herr Brehm? Nein. Ich auch nicht. Und dann werden wir gleich einmal feststellen, ob wir möglicherweise alle was verpasst haben. In der Flotte da. Kalifornien aufgenommen. Los Angeles.